Und neu zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Im letzten Part haben wir Knochenbürger besiegt. Waren wir Big Cat, der uns einen Schlitten gegeben hat. Auf einmal einen Schlitten gefahren. Und das ist schon der zweite Versuch der Aufnahme, weil ich eben verkackt habe, weil ich erst gleich, wenn ich so weit wir da sind. Und deswegen haben wir jetzt sehr wenig Leben. Und wir hoffen aber. Da kann man auch nicht dran denken. Ja, und wir haben hier nur einen Stein gefunden und doch, hier ist noch einer da unten, oder? Hier die beiden und bei dem einen war ein Stück von der Geschichte. Ja, das war so ein Tagebuch von Chao. Steht hier auch, kannst du nachlesen. Oder kann man das nur nachlesen bei dem... Das wird man schon nicht nur. Aber eventuell kann man das halt alles in einem letzten Part mal zusammen vorlesen. Genau, und unten war ein Stein nur. Oder war ein Täuscher, dass du mich drauf war. Ciao, ciao, wollt ihr die Bob... Oh, wollt ihr die Bob-Sport-Mission jetzt versuchen? Ciao, ciao, super, danach ist euch nicht mehr so kalt. Erhalte beim Startlauf von Einstein die Wertung toll oder besser. Ja, ich würde nochmal mit Mario und Mario... Nee, Mario Luigi. Mario und Knuckles. Mario Knuckle. Was steht hier? Ich brauche das Steuerkreuz. Und... AWXY. Ich habe halt das Steuerkreuz benutzt, aber auf dem Steuerkreuz ist bei mir nicht. Also, ich habe einen PS4-Controller. Da ist bei mir nichts drauf gelegt. Und das, was ich jetzt gedrückt habe, war das Mikro. Und ja, jetzt habe ich das Steuerkreuz wirklich auf Steuerkreuz gelegt, weil sonst hätte ich das dem Stick ganz schnell mal hoch runter spammen müssen. Deswegen mal gucken. Warte mal, hat das jetzt die Steuerung übernommen? Ich glaube, ich bin gerade wieder mit dem Stick. Ist wieder da, sollte auf beides gelegt sein. Das heißt, ich könnte beides jetzt wahrscheinlich genutzt. Weiter. Auch ich hoffe, du verkackst jetzt nicht das zweite Timing, denn. Oh, reicht. Ach, gut, das war nämlich überhaupt nicht schwer. Ich habe halt nur die ganze Zeit die falschen Knöpfe gedrückt. Oh, ein Leben, juhu. Sehr wichtig. Ja, es tut mir leid. Okay, wir speichern jetzt am Ende des Parts, okay? Ja. Das ist ein Kristall. Oh, wir haben Kristall zwei Stück und danach zwei fehlen dadurch jetzt noch. Ciao, ciao, ciao. Was für eine legendäre Bobsportleistung. Ciao, ciao, ciao. Dieses Rennen werde ich nie vergessen, so schön war. Okay. Abdrücken, abdrücken, abdrücken. Yeah. Es wurde aber auch noch nicht richtig erklärt vom Spiel, oder? Mit den weißen Stellen. Das nicht einmal, hier ist eine Gondel. Ich glaube, die können wir benutzen. Ich würde aber erstmal unten rum. Also es kam jetzt kein NPC, der gesagt hat, hey, das sind weiße Stellen und damit könnt ihr das und das machen. Oh. Oh, noch ein Ahornbaum. Gefühlt sitzt du weiter vom Mikro weg oder bist ein bisschen leiser, ich weiß auch nicht. Ich bin leiser. Ja, du bist halt ein bisschen weg vom Mikro, das ist immer ein bisschen underbricked. Ja gut, woher kommt eigentlich das Wort Rodeln? Die eigentliche Herkunft des Wortes Rodeln ist ungewiss, leitet sich aber vermutlich von dem oberdeutschen Wort Roteln ab, was so viel wie rütteln bedeutet oder schütteln im 19. Jahrhundert. So ein bisschen drücken runter. Wurde das Verb dann zum Hauptwort, aber das als Transport- und Vergnügungsfahrzeug gibt es den Rodel überall in Europa, wo es Schnee gibt. Überall, wo es Schnee gibt. Der Rodel, wer kennt den nicht? Sehr gut, mal gucken. Trivialwissen 3 wurde zur Galerie hinzugefügt. Oh, Leben. Leben, 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 Leben. Und Fakten. Informationen. Shy-Guy Abenteuerbuch 2. Der Shy-Guy hörte ihn zu und war von der Größe ihres Vorhabens fasziniert. Er holte Freunde zur Hilfe und überquerte das Meer. Also zum Volk. Oh, die Abenteuer des Shy Guys. Ganz wichtig. Geiler Krieg. Oh. Sprich ihm an, ich glaube, der sagt, damit geht's nach Frosthausen. Ciao, ciao. Ihr könnt die Gondel nach Frosthausen nehmen. Cool, Abkürzung. Yoshi. Au Leben. Einstein. Stein, Stein, Stein. Du hast einen weißen Stein.
Vielleicht machst du vor Joscha einen Safe State, ich weiß ja nicht, was der macht. Kannst immer noch die Gondel nehmen. Einfach zur Sicherheit. Wir müssen uns ja absichern, Freunde. Wie spricht Yoshi? Yoshi, na sowas, wir haben Leute, ungewöhnliche Besucher. Yoshi, na was führt euch denn hierher? Yoshi, ihr sucht die Schneegeister, klingt nach Paterarbeit. Yoshi, ich dachte, ihr wollt am Wettkampf teilnehmen. Yoshi, dieser Wettkampf heißt Rennrodeln, wie wär's? Reicht das Ziel von Yoshi? Mach mal. Rennrodeln braucht Tempo. Oh, das ist das, wo wir auf die Wände achten müssen. Eieiei. Mal gucken. Yoshi. Sonic. Ah, komm, das hast du drauf, das Tempo. Oh, yes. Weil nein. Ah, noch bis vorne. Ja. Oh Gott. Oh nein, Yoshi kommt. Nein, Unfall. Unfall auf der W80. Hilfe. Ah ja, die zieht gerade. Da kommt die Zielgerade. Nein, die Zielgerade. Yoshi ist auf dem Weg hinter uns. Nein, Yoshi kommt. Geschafft. Puh. Uiuiuiui. Bling. Du hast ein Kristall. Mama, drei haben wir, eins fehlt noch. Yoshi, Glückwunsch. Das war ein voller Wettkampf. Yoshi, ich hab verloren, aber ich werde für uns nächstes Mal üben. Yoshi, ein Anteil wäre perfekt, um mich abzuhärten. Yoshi, darf ich mit euch mitkommen? Juhu, das wird klasse. Yoshi, ich wollte unterwegs auch etwas suchen. Hä? Yoshi, danke, dass ihr mich mitnehmt. Yoshi ist mit von der Partie. Oh, ich wette, Yoshi kann die fünf Köpfe in Sparkling mit seinen Zungen drücken. Ja, er hat mehrere. Wusste sie vielleicht noch nicht. Yoshi, ich wollte schon mal immer nach Sparkling. Dann würde ich sagen, machen wir uns ab nach Sparkling. Oh. Was ist das denn? Sieht nach einer Art Transportgerät aus. Ja, es ist gerade erst eben aufgetaucht hat. Und Sonic kann damit nicht fahren, falls ihr das noch nicht wusstet. Das ist nicht eine Gondel, damit werden wir an einen anderen Ort gebracht. Oh, wohin wohl? Das macht bestimmt Spaß, die Fahrt. Bescheid. Tja. Jetzt wisst ihr ja, wo wir sind. Und wir nehmen den Teleporter, würde ich sagen. Oh, wir haben den anderen noch nicht aktiviert. Scheiße. Naja, gut. Ist so schlimm. Ab nach Sparkling. Eins oder zwei? Ich glaube, das ist eins. Ja. Ui. Fragezeichen, ne? Welche Röhre war das nur? Nicht schon richtig. Ist die Frage, war das die? Yep. Glück gehabt. Oh, fünf Knöpfe. Wir kommen da aber nicht dran. Das wird sich anstrengen. Yoshi, wenn ich meine Zunge rausstrecke, komme ich dran. Kannst aber das jetzt setzen, bevor du gleich anfängst. Ja, das ist wichtig. Ehrlich, mit deiner langen Zunge kannst du sie erreichen, Yoshi. Yoshi, ihr Sob. Das war wohl nichts. Hat er gesagt, hä? Lerne das Muster und schalte die Knöpfe, der leuchtenden Knöpfe, fünf Lampen an. Du musst das irgendwie ziehen und ja.
Du musst da drauf ziehen. Nach links ziehen, nach rechts ziehen. Mit der Maus. Oder drauf tippen, ich weiß nicht genau. Tippe. War doch mit Maus, oder? Ja. Du, also im Touch, im DS-Teil musst du so eine Streichbewegung machen in die Richtung der Lampe, genau. Ja, denkst du. Oh, das schaffen. Schade. Ah. Okay, gut, ich wusste halt nicht, wie die funktionieren. Verliert man, glaube ich, nicht mal Leben. Also. Oh. Oha. Oh, fast der perfekte One. Schade. Passt schon. Yay. Yoshi, es hat geklappt. Du hast es geschafft, Yoshi. Wir können hier weitergehen. Vielen Dank, Yoshi. Yoshi, Yoshi, ich hoffe, ich kann euch mal wieder bei dir helfen. Genau das. Ja, an den Rennern ist nichts, also an diesen kleinen Rennern. Du hast einen weißen Stein. Oh. Sei geil. Wow, wow. Los doch. Kommt in die Kartoffeln. Die Mission geht gleich los. Wow, wow, welche Mission? Ihr seid beim Raketenskisprung. Da macht ihr doch mit, oder? Ihr habt überall Spitzenleistungen hingelegt. Das hier dürfte also kein Problem sein. Gleite nach oben, wenn du Ringe durchfährst und mache mindestens 3 Ringsprints. Was für Ringe? Das sind doch diese orangen Ringe, die da in der... Okay, gut, ich habe wieder die Sportart verwechselt. Ich weiß nicht, ob Ringsprint diese Turbo-Aktion okay, sind oder ob du durch die Ringe einfach sollst. Ich bin mir sicher. Es ist das. Oh, das ist das. Ja. Yoshi. Das ist wieder dieses Abfahrt-Ding da schon mit Knochen. Nee, nee, das war Überschallabfahrt. Oha! Da durch die Ringe. Hä, hey, ich verstehe das nicht. Da sind 4. Musst du die treffen einfach nur? Nee, mach mal diesen Turbo-Dings. Wisch rum. Wie wild mit der Maus. Wow. Das ist das auch nicht. Hä? Hey. Hä, hey, jetzt bin ich verwirrt. Oh, oh, oh. Ich glaube, du musst das durch die Ringe machen, einfach den Sprint. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du trotzdem gewinnst, auch wenn du im Wasser landest, aber peil das wieder an, einfach da drüben. Oder sprich mal Feuer ab. Sehr gut. A new crystal. Yay. Oh, wir haben wieder alle 4, wir können wieder so eine Mauer kaputt machen. Habt ihr 4 Kristalle, sind dafür Schilder und Topskin keine Ausrufezeichen mehr. Das müssen wir die erste Mal beseitigen können, das wäre ein Versuch wert. Wow, wow, Po, ich bin froh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Oh, wow. Ich meine, also der Raketensprung wäre einfach, hm? Ganz schön frech. Also kommt mal wieder, wenn ihr es nochmal versuchen wollt. Ja, ja, erstmal... Gibt's doppelte Fakten und noch Mistjönchen?
Ja, hier hat einen roten Panzer auf seinem Rücken. Das ist der rote Panzer von den Koopas. Oh, noch ein Ahorn bauen, das ist neues Trivia-Wissen. Was das bedeutet das Wort Biathlon eigentlich? Das bedeutet das eigentlich? Dann dürfte da kein Fragezeichen sein. Na gut. Der Biathlon ist ein sportlicher Wettbewerb in zwei Disziplinen. Mit Biathlon bezeichnet man heute eine Disziplin, die Skilanglauf und Sportschießen kombiniert. Dankeschön. Trivialwissen wurde hinzugefügt. Oh, Stein. Noch ein weißer Stein. Noch ein Stein. Stein, 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 Stein. Ciao, ciao. Ihr wolltet mal das Skischießen auch probieren? Ciao, ciao, ciao. Es ist schwierig, aber ihr kriegt den Dreh raus. Gewinne mit weniger als 500 Punkten zwischen dir und deinem Rivalen. Okay. Du musst, darfst du höchstens 500 Punkte mehr haben am Ende. Warum? Ich weiß auch nicht. Safe State Zeit? Ich weiß es nicht. Es gibt auch gleich Essen. Eieiei. Oh, gegen Blaze. Nur dieses eine hier? Ich glaube schon, es ist nur die zweite Runde, würde ich jetzt mal sagen, weil. Warum sollte man bei Runde 2 anfangen, nicht bei der ersten? 500 Punkte, das heißt, keiner darf das Goldene erwischen. Ja, gleich! Oh. Oh, sie hat es nicht erwischt, sehr gut. Kommt aber trotzdem noch eins, glaube ich. Ja, hier unten. Das darf sie nicht erwischen. Und du auch nicht. Du hast fast zu viel, du darfst nicht mehr viel mehr sammeln. Ja. Bitte. Nicht mehr, kein großer Abstand, schade. Passt. Oh, sogar ein Leben. Mega. How is that? Ciao, ciao, ciao. Grandios, man könnte meinen, das sei kinderleicht. Ciao, ciao, ciao. Ich habe immer noch Herzklopfen. Oh, hier ist ein Teleport. Oh, und eine Feder. Komm, nutz mal die Feder, wo geht's hin? Ah, zu Pingi. Pingi. Pingi Tim. Neuigkeiten. Mario Prinzessin Peach sehr gern. Nein! Ist das dein Ernst? Nochmal, hui. Komm, Pinguin, gib uns eine gute Mission. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr die Überschallabfahrt. Oh nein, sucht, dann seid ihr hier richtig. Es gibt nicht viele Teilnehmer, da ist nicht so viel los. Probiert's ruhig mal aus. Es ist ganz einfach, aber es lohnt sich. Es ist nicht ganz einfach. Meide Blöcke und erreicht das Ziel ohne Disqualifizierung. Du musst einfach nur schaffen. Du musst irgendwie schaffen. Ja, keine Ahnung wen. Vielleicht wen, der nicht so schnell ist. Das ist jetzt aber die letzte Mission für den Part. Ja, Safe States sind wichtig. Und immer wenn ich das sage, brauchen wir sie nicht, aber mal gucken. Einfach safe spielen, du musst nur ankommen. Irgendwie ankommen. Das Ding ist, das schützt dich nur einmal, auch wenn du die zweimal hintereinander einsetzt. Einsammelst. Oh, sehr gut. Oh, da kommen nochmal. Jetzt kommen, glaube ich, nur noch Blasen. Das Alter, du musst einfach gar nichts mehr machen, glaube ich. Oh, pass auf, nicht so schnell sein. Oh Gott, ja. Alles gut. Locker easy. Ja, ja, du weißt genau, was wir für Probleme da hatten. Papa, ja, das war super. Ihr wart ja nicht mal zu bremsen. Es war richtig toll, euch zuzusehen. Alter, komm, so, Alter, bitte. Wenn sie es nur speichern wir und wir hoffen, euch hat auch diese Folge gefallen. Im nächsten Part. Oh Jan, jetzt kommt's wirklich. Mal sehen, ob der Schrecken uns wirklich so viel Schrecken macht. Aber wenn ihr das wissen wollt, was da passiert, dann schaltet in der nächsten Folge von Let's Play Mario Sonic bei Olympischen Winterspielen 2010. Dann gucken wieder ein. Nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis dahin. Tschüss.